So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Test von einem Spiel, das überraschend krass gut meiner Meinung nach ist. Es ist einfach richtig traurig, dass ich das Spiel hier gut finde. Denn es ist eigentlich nur Geld einsammeln und Viecher töten. Mehr ist es nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen gesuchtet hier. Beziehungsweise eigentlich habe ich nur einen Tag durchlaufen lassen. Mehr auch nicht. Ja, und ich kann das ja mal ganz kurz erklären. Also es gibt zwei Sachen, die man haben. Alter. Es gibt zwei Werte, die man verbessern kann. Und zwar einmal die Damage per Second. Da haben wir 2,443 Millionen. Und Click Damage ist 48, also fast 49.000. So, und dann hat man hier so Typen, die man auftunen kann, also die man tunen kann, beziehungsweise die man halt einfach leveln kann. Und das Leveln kostet halt immer das Geld, was man so verdient. Und genau. Und ja, dann kann man die halt aufleveln und die haben dann alle so spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel hier Titanic Clicks kostet 80.000 Gold. Click Damage bei 150, also 150%, um 150% wird das dann verstärkt, wenn man das kauft. Bis jetzt habe ich noch kein Geld hier reingesteckt, werde ich aber wahrscheinlich auch gar nicht müssen, weil bis jetzt muss ich halt das Ganze erstmal nicht machen. Läuft ja auch, also wenn das nicht flüssig laufen würde, gut, manchmal wenn man hier so Münzen ansammelt, weil da zu viele liegen, dann kann es schon ziemlich hart ruckeln. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel ihn. Feuermagiker, also Magic Typ, das ist bis jetzt der höchste, den ich gelevelt habe, also der höchste vom Rang her, weil davor gibt es ja auch noch ganz viele andere. Die hier habe ich bis jetzt am höchsten gelevelt an sich, also vom Level her. Da kann man auch nicht mehr höher leveln, beziehungsweise es würde nicht mehr viel Sinn machen. Und deswegen ja. So, und hier drüber sieht man immer, wie viel DPS die machen, also wie viel hier, wie viel davon die machen. Und da sieht man, also wenn man von oben runter scrollt, der hier ist ganz aufgelevelt, den macht 32, der hier 180, der 608, 644, 320, warum auch immer. Kann, aber dafür kann die irgendwas Besonderes. Dann 4000, also 4,9, also 4900, bla bla bla, keine Ahnung. Dann hier 17.000, 66.000, 155 Millionen, 257 Millionen, 293 Millionen. Ja, und der hier ist noch nicht mal richtig aufgetunt und, oder richtig gelevelt und kann trotzdem jetzt schon mehr als die hier auf Level 12. So, deswegen will ich die jetzt auch upgraden. So. Ich mach mal Ton wieder an. So, und dann, also man sieht jetzt schon, geht das ein bisschen schneller hier. So, und dann gibt's so, ja, Bossfights, beziehungsweise, ja, Bossfights, die kommen dann alle 5 Level, kommen die Viecher. Und dann muss man in einer bestimmten Zeit so ein Viech töten. Und ich kann das jetzt mittlerweile, weil ich lange genug gespart habe und den, meine Viecher genug gelevelt habe. Das sieht man auch, also bei Level 1 normalerweise muss man da immer mitklicken. Aber das kann ich euch gleich mal zeigen. So, den habe ich jetzt endlich fertig. So. Oha, was ist das denn? Flowering? Achso, okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Level 1 gehe. Hier, mittlerweile macht einer auf 204 Millionen Gold. So, wenn ich jetzt mal Level 1 gehe. Hier. Ach, kann ich gar nicht mehr. Doch, kann ich. Die sterben, also die kommen tot und geben aber auch nur ein Gold. Wenn ich jetzt mal hier, keine Ahnung, irgendeinen Endboss nehme. Hier 25, das war ein Endboss, ne? King the Wild Crab. Ja, dann sieht man, also hier, der hier vielleicht auch nochmal. Ja, also mittlerweile mache ich schon ganz gut Schaden. Selbst der fällt ja einfach so hin. So. Und den hier musste ich gerade machen. Ja, und jetzt kann ich hier Level 46, da muss ich einfach 10 Stück töten, also 10 von den Typen töten.
Ja, da bin ich ein Level weiter. Heißt, ich kann das theoretisch auch einfach durchlaufen lassen. Und dann tötet sich das schon von alleine quasi. Das ist ein kostenloses Spiel, Steam-Spiel. Ich habe nämlich gestern einfach mal geguckt, was gibt's denn kostenlos, was könnte man wieder mal testen. Ja, und dann kam mir das Click Heroes und da dachte ich, Alter, das ist so ein Casual Game schon wieder, Mann. Was soll denn die Scheiße? Hab das mal runtergeladen, einfach nur um zu gucken. Und so für nebenbei, wenn man zum Beispiel irgendwas hört, irgendein Podcast oder so, was ich ja ganz gerne mache, dann ist das schon extrem geil, weil man kann halt, man muss sich nicht groß konzentrieren, man kann alles mögliche nebenbei machen, aber man kann trotzdem hier Leute leveln und so. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel das hier kaufen, wenn ich 65 Millionen Gold habe. Heißt, ich muss jetzt einfach so ein Level weiter. Und die kriegen natürlich auch immer mehr Leben. So. Und dann gleich hier das hier verstärkt zum Beispiel mein, also den hier 559 Millionen, das heißt, der hat gleich 1118 Millionen Schaden. So, und ich muss mal ganz kurz hier. Ja, das will ich haben. Doch. Ja, doch. Ja. Nee. Ach, E7, okay. nee, Moment. Ja, okay. Irgendwo war dann auch noch die Einstellung, dass man das... Also normalerweise ursprünglich war das wohl ein Spiel, das man über eine Seite gespielt hat. Und das habe ich jetzt gerade eben das erste Mal beendet, weil ich habe gestern Abend einfach runtergeladen, angemacht und dann durchlaufen lassen die Nacht über. Und jetzt gerade, also selbst wenn man das Spiel ausmacht, kämpfen die Viecher wohl weiter. So, jetzt kann ich das hier kaufen, jetzt hat der 1118 und jetzt geht das auch noch schneller runter hier. Aber von alleine Click Damage, also wie gesagt, ich habe jetzt 75.000 Click Damage fast. Ja. Und bis ich hier Level 10 bin, dauert das halt noch, das sieht man ja auch. Weil da muss ich dann noch eine ganze Menge leveln. Und normalerweise, also man muss immer so, also man muss dann immer bis 25 leveln, bis man das nächste Sternchen hier sich kaufen kann. So, und das hier muss ich, dafür muss ich den Hero Level 50 bringen. Damit ich das machen kann. Und 50, also bis jetzt habe ich jeden auf 50 gebracht. Und wenn ich jetzt den ersten zum Beispiel gar nicht gekauft hätte, dann könnte ich den jetzt sofort komplett hochleveln. So, ich kann mal gucken, wie weit ich jetzt komme. So, Level 34 sind wir jetzt schon. Weil ich halt einfach die ganze Zeit nicht Upgrades gemacht habe. So. Das nervt natürlich mit dem Klicken, weil ich das natürlich ein bisschen schneller fertig haben will hier. Aber gut, ich hoffe, das ist trotzdem okay. Man kann dann auch noch hier so Sachen benutzen. Dann tötet der von alleine. Also schlägt von alleine, ohne dass ich klicken muss. Und macht auch doppelt so viel Schaden nochmal. Das hält aber nicht so lange an und man muss von 10 Minuten warten, bis man dann wieder ja, das wieder kriegt dann quasi. Also bis man das wieder benutzen kann. So, boah, ey, ich bin voll brain gefuckt, ey. So. Ah, 50 fast. 10 Millionen Gold brauche ich zum Beispiel jetzt für den, für das nächste Upgrade von Natalia. So. So, und jetzt hier kostet 10 Millionen Gold und dann wird die nochmal um 100%, das heißt, sie macht dann 1028 Schaden. Und hier gibt es manchmal noch so Rubies, heißen die. Dann kann man sich davon noch Sachen holen. Ich weiß aber nicht, wann die kommen. Also das... Keine Ahnung. So, guck mal, den hier kann ich jetzt zum Beispiel zweimal upgraden. Und mehr ist das eigentlich nicht. Und ich finde es eigentlich ganz geil, weil man muss halt kein Geld ausgeben, hat keine großen Probleme, sag ich mal.
Es gibt hier ganz, ganz viele Sachen, die man freischalten kann. Hier, zwei critical clicks in 1 second. Keine Ahnung. Also, 12 times in 1 second. What? Das habe ich auch schon geschafft. 12 mal in der Sekunde klicken, oh mein Gott. 14, was? 10.000 Mal habe ich schon geklickt. Das nächste ist mit 50.000 Mal. Hier, receive 100.000 Gold, oha. Ja, und man kriegt man dafür auch nochmal Prozent an DPS wieder dazu. Ich weiß nicht, gibt es auch Click-Damage eigentlich? Hier zum Beispiel sowas. Hort 50, keine Ahnung was, Gold. Das, da, also das ist keine 0 am Ende, sondern ein O. Ich weiß nicht, welche Zahl das ist. Und dann hier Statistiken. Most Click, Alter, ich habe 16 Klicks per Second gemacht? What? Und 12.939 Klicks habe ich schon gemacht, ey. Ja gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig, das hier. Click Damage 98k mal ich schon. Most critical clicks per second 3. Total click. Alter, ich krieg das Wort nicht hin, ey. Critical click. So, jetzt habe ich zum Beispiel das hier auch nochmal durchgespielt, also das Level 49, jetzt 50 und das ist wieder so ein Endboss. Und um das hinzubekommen, will ich jetzt erstmal ja ihn hier jetzt auf Level ja, hier, so, dann, also da sieht man, der hat Billionen HP, bis ich den runtergekriegt habe. Also wenn er bei 15 Sekunden noch nicht am Totenkopf vorbei ist, oder zumindest zur Hälfte da drauf, dann wird das nichts. Und das dauert hier noch eine ganze Menge, eine ganze Weile. Ja, und so muss man halt Geld verdienen. Ich kann mal gucken, also zum Beispiel hier bei dem 45er hatte ich richtig Probleme und mittlerweile erledigt er sich von allein. Übrigens hört ihr im Moment einen Mix, also einfach nur ein Mischmasch aus OMFG, Spaghetti, Dean, Custom und Dubstep. Wobei OMFG ein Künstler ist, beziehungsweise eine Künstlerin. Also, nee, jetzt habe ich wieder Rubies gekriegt, keine Ahnung, wofür man die kriegt. Was kostet das hier? 500 Billionen Gold, ja, läuft. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil bis jetzt ist es noch nicht unfair, ich habe noch nie auf den Shop geklickt, so. Ich habe drei, oh mein Gott. Purchases Info. Achso, oh mein Gott, was kommt denn da alles noch? Die coolsten kommen natürlich zum Schluss, ne? Ja. So. Alter. Shift, keine Ahnung. Get more? Was kann ich denn damit machen? Nein, will ich nicht. Was heißt denn das? 20, Alter, 1300 für, yo, wahrscheinlich. Jetzt ein bisschen teuer. Aber brauche ich auch gar nicht, weil bis jetzt geht das eigentlich so voll locker. Also, finde ich zumindest. Aber weiß ich nicht, vielleicht ist das auch nur ein Trugschluss. Ja, aber also das Spiel wollte ich euch einfach mal zeigen. Weil ich finde es eigentlich relativ gut sogar. Dass es halt ein Spiel ist, das man immer spielen kann. Was an sich eigentlich auch nicht langweilig wird, weil man halt immer irgendwas zu tun hat. Also es wird nicht langweilig, man versucht halt immer das Gleiche zu tun. Aber trotzdem ist es irgendwie ganz cool gemacht, finde ich. Naja. So. Und ich versuche jetzt hier immer noch genug Geld zu kriegen. Dass ich mal irgendwas Vernünftiges kriege hier, ey. Boah, Alter. Weil ich muss dann, ich kann dann den hier upgraden und dann 500 Billionen Gold, Alter.
Ja, oder ich grade erstmal den hier ab, bis ich da bei 25 bin. Ich glaube, das ist eher der Plan, wa? Weil den kriege ich ja sehr viel schneller hoch. Ach guck mal, die hier kann ich auch noch upgraden, das ist ja voll locker. Boah, nur drei, ist ja eine Münze, ist ja schon. Ja, okay. So, komm, komm, komm. Boah, Alter, 50 Level, also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Level es gibt, aber hier so als kleiner Zeiger, sage ich mal. Also es gibt hier Level Up Heroes 50.000 Times, ja. Nee, hier. Irgendwo. Hier. Beat Zone 3000, ja. Also es geht, Level 3000 gibt's auf jeden Fall. Und ich glaube, das geht noch weiter. Vielleicht ist es sogar nur ein Script, dass es einfach nur exponentiell nach oben geht. Was die Dingens angeht, was den HP-Stand und... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh. 100%, okay. Ach ja. Ja, also zu Anfang hatte ich noch 28 Damage. Und nicht 117 Millionen Damage. Das ist zum Beispiel Spaghetti. Die sehr coole, die sehr coole Lieder macht. Oder ich weiß gar nicht, ist das eine D oder ein R? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall macht der die Künstler sehr coole Mucke. Ja. Vorher war 100.000, war richtig viel, ne? Aber mittlerweile... ist das ja sowas von egal. Das ist, glaube ich, das Höchste, was ich bis jetzt hatte. Was war das Höchste angespannt? Also ich habe 500.000 Gold. Was ist hier? 500... 5... What the fuck? Was so genau? Ich wollte das ja eigentlich... E10, also das muss so eine lange Zahl sein. 10 Nullen muss man da anhängen, Alter. Oder war das nicht anders? Nee, das war noch anders. Ja, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist das eine Menge. Also ich mache mittlerweile eine Menge, Menge Geld. Tod und Verderben. So. Nee, das machen wir nicht. Boah, Junge, mach doch irgendeine coole Musik an. Nein! Ja. Die ist auch gut. Das ist auch von Spaghetti. Aber das ist der Anfang zumindest cooler. So. Das geht hier mittlerweile auch relativ schnell, bis die kaputt gehen. Also ihr seht schon, wie es funktionieren soll an sich, glaube ich, hoffe ich mal. Ich bin nicht, alle nicht dumm. Also 500 Billionen, was? Mal gucken, ob das damit geht. Nee, never ever. Das bringt mir noch nichts. Aber kann ich das wenigstens hier anwenden? Ich weiß aber auch noch nicht. Also das hier, warte mal, 30 Sekunden, 10 Klicks per Second. Cooldown 10 Meter, was? Hotkey 1. 100% DPS für 30 Seconds. Oh mein Gott. Unlock bei Alexa. Ja, locker. Muss ich jetzt auf Level 100 bringen.
Das ist ja relativ einfach. Da kann ich ja gar kein Geld gegen anverdienen, ey. So. Aber, Alter, komm, mach mal irgendwas Entspanntes. Ach, verdammt. Jetzt bin ich jetzt schon wieder dran vorbei. Nein, das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon, ja. So. Dann wollen wir mal die Assassinen da freischalten. Dass sie auf Level... Ach, 12 Millionen Gold brauche ich nur. Ist ja locker. Sag das doch einer, ey. Ich level die hier immer noch weiter. Komm mal hin, ey. Komm! So. Ja, Lisa, Little Cry ist nämlich doch Level 100, ey. Millionen mache ich mittlerweile. Da geht noch was. Das Ding ist, ich brauche halt oder muss halt genug Geld haben, dass genug Damage haben, dass ich Level 50 überstehen kann, weil die Level danach sind immer einfach, weil die nicht zeitgebunden sind. Und deswegen... Ja, aber deswegen hat man auch alle 50 oder alle 5 Level diese King-Gegner da eingebaut, damit es halt nicht so einfach wird. Mal gucken, wie schnell will ich jetzt einen, hier den hier zum Beispiel, wie schnell mache ich den jetzt weg? Ja, guck mal, der fällt sofort um. Und da hatte ich richtig Probleme mit. Aber das nervt trotzdem ein bisschen. Da. Nee, das geht ja gar nicht. Dann sehe ich ja gar nicht mehr. Oh nein, Alter, das muss drin bleiben. Ich werde sehen, wie viel Geld ich mache. Ja, aber da sieht man, also das war halt ein Endgegner vor 10 Leveln. Ja? Da sieht man auch, wie krass das steigt. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt ein Stück länger warte? Okay. Hui. So, Level 41. Oh mein Gott. Die sind ja instant tot. Okay. Ist halt die Frage, was mir am meisten Geld bringt, ne? Guck mal, wenn man jetzt schon sieht, wie schnell, wie langsam die dann erst wieder da kommt. Also das ist, krass, auf jeden Fall. So. Was ist das hier? Fire Mage. Die... Boah, Alter. Also, um diese Extras zu kriegen, muss man echt immer große Sprünge machen. Junge, Junge. Naja, also, mehr gibt's hier eigentlich auch nicht mehr zu zeigen. Da sag ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.